Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play hier bei uns auf dem Kanal. Und zwar werden wir heute mal FIFA 17 spielen. Da ich ja sowieso so ein begeisterter Fußballfan bin und auch FIFA bzw. auch Pro Evolution Soccer, also ich spiele beide Fußballspiele sehr gerne, habe ich mir gedacht, ich mache mal ein Video dazu. Und zwar machen wir eine Trainerkarriere, das heißt, wir können halt echt alles auch bestimmen. Aufgrund deiner Fortschritte in FIFA 16 hast du Anspruch auf folgende Verbesserungen. Oh, das gefällt mir. So, die nehmen wir natürlich gerne mit. Die Finanzspritze. So, und wir spielen natürlich mit Borussia Dortmund, ja. Wie soll es auch anders da sein? Denn ich bin Dortmund-Fan. So, unser Name ist natürlich, Vorname ist Noob und Nachname. Ja, die Nationalität ist Deutsch. Und wir nehmen ja ihn hier. So, weiter. wir spielen erstmal auf der Schwierigkeit Halbprofi, weil ich habe gemerkt, so ein ganz Profi bin ich auch nicht mehr wirklich in FIFA. Ich habe echt starke Probleme mit dem Verteidigen. 5 Minuten Euro, europäischer Wettbewerb in der ersten Saison. Ja, den nehmen wir mit. So. Das nehmen wir so an. Transfer. Wenn du das erste Transferfenster im Sommer deaktivierst, gehen in dieser Phase keine Transfers über die Bühne. An, aus, an, aus. Also ich würde gerne. Ne, das machen wir, wenn der Transfer normal kommt. Obwohl doch, ne, wir nehmen sie nicht mit. Wir machen aus. So. Lädt Aktualisierung herunter. Und zwar habe ich vor, mir noch einen neuen Innenverteidiger zu kaufen, eventuell. Ja, es gibt da einen sehr guten, den ich gerne hätte, der auch nicht ganz so teuer ist, den wir uns wahrscheinlich leisten können. Willkommen bei der FIFA 17 Karriere. Ja, als neuer Trainer von Borussia Dortmund. Jawohl, bist du nicht nur ein spielerischer Erfolg deines Teams verantwortlich, sondern auch. Ja. Und ich habe heute einen Frosch im Hals irgendwie. Karriere erstellen, neu, Karriere Trainer. Saisonvorbereitung, ne, die nehmen wir nicht teil. Teilnahme ablehnen, denn das Ganze dauert mir zu lange. Posteingang. Okay. 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 So. Dann werden wir mal uns unsere Mannschaft angucken, wie die so aufgestellt ist. Das ist ganz gut soweit. Wen haben wir hier noch alles? Den Rode nehme ich gerne mit gegen ihn hier. Und warum ist auch Weidenfeller im Tor? Wo ist Birki? Verstehe ich nicht. Mein Fella, du kommst aber trotzdem mit für. Kagawa. Ah, wir hätten vielleicht doch die Transferfenster öffnen sollen. Hätten wir Kagawa noch verkaufen können? Mag ich persönlich nicht so gern. Weiß nicht warum. Sagt es mir nicht so ganz zu. Momentan. Wir spielen in der 4-1-4-1, das lassen wir erstmal. Und wir werden. Moment. Es gibt ein Transferfenster, alles klar. Moment. Wir müssen. Natürlich werden wir das so machen. Da gibt es 20 Millionen. Alles klar.
Den werden wir auf die Transferliste setzen. Einige werden sich jetzt denken, boah, Blue, was machst du da? Das hat schon seinen Grund. Ja, warum ich das mache. Und wir werden jetzt. Oh nein, 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 nein. Transfer. Spieler suchen. Ihr werdet ihn vielleicht. Nee. Hector Bellerin. Ein sehr guter Rechtsverteidiger. Den ich sehr mag. Anfrage. Ich würde gerne wissen, was Sie für ihn haben wollen. Nein, nicht beenden. Und dann werden wir mal jetzt anfangen, vorzusimulieren. Im Bereich von 32 Millionen bewegen. Alter, ich weiß, dass da mal was von irgendwie 19 Millionen war. Okay. So, Leute, wir machen das jetzt easy. Da ich ja gesehen habe, dass Kagawa 20 wert ist, wählen wir den aus und geben den aber nur noch 12 Millionen. Mal gucken, ob die damit einverstanden sind. Oh Gott. Weil das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Verteidiger. Vor allem für Rechtsaußen. Da haben wir, in unserer Mannschaft nicht viel. Wir haben Transfer erhalten. Wir haben Angebot für Hector aufgrund. Aus folgendem Grund können wir dem leider nicht zustimmen. Weder sind wir interessiert an dem von Ihnen angebotenen Spieler, noch halten wir die Höhe Ihres Angebots für angemessen. Was wollten die? 32, 35 Millionen oder sowas, ne? 32 Millionen 500.000. Verbleibendes Transferbudget, verbleibendes Gehaltbudget. Okay. So. Geschäftsführung. Wir haben ein Transferangebot für Shinji Kagawa erhalten. Ja. Was wollt ihr mir dafür zahlen? Angebotene Ablöse. Gegenangebot, nein, denn er ist ein, hat einen Wert von 20.500.000, ja. Dann hätte ich auch gerne diese 20 Millionen. Ich hätte gerne 30 Millionen für den. Ich muss ja gerade Geld ausgeben. Für 30 Millionen könnt ihr den haben, Manchester City, ja. Also. So nicht. Weiter. Transferangebot. Wir haben für Matthias Ginter Angebot ablehnen. Ginter hätte ich gerne noch. Ja, das wird jetzt ein bisschen dauern, da wir ja die erste. Achso. Wir haben Shinji Kagawa in Höhe von 30 überachtet und entschieden ist zu akzeptieren und Geschäft damit perfekt zu machen. Die Mannschaft, Manchester City Vertreter werden sich mit dem Berater des Spielers zusammensetzen. Jawohl, wir haben 30 Millionen gekriegt für ihn. Ja, Marktwert waren, ich weiß es schon wieder gar nicht mehr, 20 Millionen, 10 Millionen mehr. Ist akzeptabel. Und somit für Sokratis, Alter, kifft ihr oder so? Und jetzt hätte ich gerne echt. Jawohl, wir haben 3 Mille minus gemacht im Endeffekt. Aktueller Vertrag, Spielerforderung, Vertragsdauer 4 Jahre, Gehalt pro Woche 90.000. Okay, die kannst du gerne haben. Ein Gegentorbonus kriegst du auch. Ich mach mal wichtig für die erste Mannschaft.
damit er auch ja sagt. Weiter. So, Bellerin hat unser Angebot akzeptiert. Ja, das nehmen wir gerne an. Und dann können wir jetzt auch gleich loslegen. Da ist er. Den nehme ich natürlich gerne mit auf die Bank. Denn falls nämlich mal Piszczek irgendwie ausfallen sollte, haben wir einen Ersatzverteidiger in guten. So, und jetzt würde ich gerne direkt mal bis dahin simulieren, dass das Ganze ein bisschen schneller geht. Ich hoffe, der verkauft mir jetzt nicht einfach irgendwelche guten Spieler, weil dann weine ich extrem. Dann kriege ich die Krise. Aber nein, Mannschaft. Alle noch da, gut. So, weiter. Ja, die erste Folge könnte ein bisschen länger werden. Wir haben ein Transferangebot untersagen. Barcelona ist an Bender interessiert. Angebot untersagen, obwohl wir hätten eigentlich Bender verkaufen können. Manchester City, was hier alles für Spieler von mir wollen, seid ihr irgendwie noch ganz bei Trost? Ja, also die erste Folge könnte ein bisschen länger werden aufgrund des Transfers. Ich habe den doch, glaube ich, ausgestellt. Ich bin mir gar nicht sicher mehr so. Nee. Nee. Aber die bieten mir sogar 1,5 Millionen mehr, als er wert ist, tatsächlich. Aufgrund der Transferliste. Aber wir haben eine Nachricht wieder. Ja, so. Dann werden wir jetzt zum Saisonauftakt zu Hause gegen Mainz 05 spielen, unser erstes Bundesligaspiel. Und es sind schon Spiele ausgetragen worden. Die Bayern haben gewonnen mit drei. Ne, zwei Toren. Ne, drei Tore haben die geschossen. Doch. Okay, also müssen wir uns auch unter die ersten Top 5 platzieren. Wir müssen auf jeden Fall gewinnen. Wir spielen natürlich zu Hause in unseren Heimtrikots. Wir lassen die Aufstellung so, wie sie ist. Wir werden in der Halbzeit mal unseren neuen Verteidiger bringen. Denke ich mal. Und ich finde es auch extrem merkwürdig, dieses Spiel ohne Hintergrundmusik zu spielen. Aber das liegt halt wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, das liegt halt, oh, liegt halt wieder daran, dass wir 100% GEMA-Probleme kriegen würden auf dem Kanal. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie Ja. auf das Allerherzlichste zur heutigen Partie. Und heute So. heißt es also Borussia Dortmund gegen Mainz 05. Mario Götze steht hier heute vor seinem Debüt. Das erklärt dann auch den Medienrummel vor dem Spiel, oder? Ja, klar, Götze gehört derzeit zu den besten Mittelfeldspielern der Welt. Variabel einsetzbar, unglaubliche Technik. Der wird auch hier seinen Weg machen. So, da Und es beginnt es gibt schon, heute das ein erste Debüt zu feiern, Bundesligaspiel. Buschi. Sie haben in der Abwehr nochmal nachgelegt. Ja, und ich bin gespannt, ob das heute mit der Abstimmung bei Ihnen schon klappt. Dass er ihnen Ah, helfen kann, das Pulisic. steht, denke ich, außer Frage. Und so tritt der Und ich bin mal BVB heute gespannt, wie also wir an. uns Das sieht nach schlagen einem werden. 4-5-1 heute aus bei Ihnen. Was sagst du, Kein Buschi? Ja, im Abseits. Grunde die Kein klassische Abseits. Verteilung Lauf, heutzutage aber. aus dem Fünfer Könnte mal Mittelfeld mit dieser Balken da immer unten wieder außen nach Bild vorne verschwinden, bitte? Der reingestoßen. hat mich So gerade bist du etwas einfach stark gerne irritiert, aufgestellt. ey. Was Und interessiert da ist die mich, wie Aufstellung was aufgestellt gemeinsam. ist gerade? Sie Ich gehen weiß noch es meine offensiv an Aufstellung. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da Alter. nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Pass auf Oh, Reus! ah. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Julian Boah, Weigl! schade, Das sah man doch Weigel. deutlich drüber. Schade, 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 schade. Wir haben ein Heimspiel, Jungs. Auf.
Auf jetzt. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Oh, es gibt einen kleinen Leck gerade. Rosinski. Lol. Das hätte Bürki gar nicht machen dürfen. Schmelzer. Und Aubameyang. Na, der ist zu weit. Der kommt Schmelle nicht dran. Ball draußen, gibt Abstoß. Shit. Mats Hummels ist zu Bayern München gewechselt und ja, verlässt Borussia leider. Dortmund. Verlässt? Hat's ganz verlassen. Ehrlich, ich freue mich unglaublich für ihn. Ich glaube tatsächlich, der Wechsel wird ihm richtig gut tun. Wird das eine Torchance? Na, verdammt. Gut abgeblockt. So wird nichts aus der Flanke. Verdammt. Kein gutes Abseits, Timing, deshalb ist er ins Abseits gelaufen. Und ich spiele den Ball kurz. Castro am Ball. Jetzt müssen sie aufpassen. Komm, Pulisic, zeig, was du kannst, Christian. Jetzt die Flanke. Boah, so nett, Junge. Der Ball kommt rein. Aua, aua, aua. Flanke war ein bisschen schlampig, deshalb kein Problem für die Verteidigung. Los, Pistschu. Nun Sokratis. Pischek. Jetzt wird's gefährlich. Pulisic! Pulisic. Oh. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, schade, schade, schade. Warum ruckelt das denn jetzt so ein bisschen? Ich verstehe es nicht. Castro am Ball. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Gefährliche Flanke. Reus. Gute Flanke, aber sie können trotzdem klären. Reus. Jetzt Reus. Ah, das war gar nicht eben Reus, das war der Götze mit dem Kopfball. Sie bleiben weiter am Ball, per Kopf abgelegt. Vielleicht gibt das was. Aubameyang. Ah, schade. Einwurf für den BVB. Müssen wir hier mal mehr Druck machen. Pressing, Pressing, Pressing einstellen in der Taktik. No peace check. Abseits. Abgepfiffen, das war Abseits. Zu dem wollte ich gar nicht passen, Mann. Ich wollte direkt... Ach, fuck off, ey. Nicht aufregen. Nicht aufregen. Cordoba. Und ich würde jetzt gerne... Rosinski. ...ein Tor machen. Oh, eigentlich fällt mir gerade ein, könnten wir so als Sicherheits-Backup, weil wir Kagawa verkauft haben für Götze, Weigel. Draxler kaufen. Und wieder die Dortmunder in der Offensive. Jetzt wollen sie mehr Druck entwickeln. Aber oh, wo spiele ich denn die Pässe hin, Mann? Das kann funktionieren, wenn alle was mitmachen. Ist das für ein Bullshit? Ballverluste erzwingen und dann eiskalt zuschlagen. Und Aubameyang. Jetzt Pulisic, komm. Au! Oh. Jetzt gibt's Eckball für den BVB. Komm, bitte, 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 bitte. Ach, Mann! Er versucht's mit dem Kopf, aber der Ball geht vorbei. Schade, das war eine richtig gute Chance. Komm schon, Jungs. Geht vielleicht was über Mario Götze. Klasse gespielt. Komm, Pulisic. Nö! Toll vom Tor. Pfosten! Junge, 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 Junge. Oh, das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht wahr sein. Das könnte gefährlich werden. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Ach, was ist das für ein Pass, Alter? Also. Achso, ja, ich möchte gerne gleich mal vorweg, weil, falls du es gerade so gemerkt hast, ich bin auch, was FIFA-Spielen angeht, wie wenn ich wirklich Fußball gucke, sehr interessiert. Ich kann es schon gar nicht erst sagen. Es könnte passieren, dass ich mal dezent auch ausflippe.
Ah, oh, Castro. Rosinski. Ja, dass es dann vielleicht etwas lauter wird hier. Ja, aber Andre Ramaio. ist halt so, ja. Ich bin da echt So, jetzt mit ist erstmal Pause. Steht hier noch 0 zu 0. Ich bin Herz und Seele gespannt, ob dabei. wieder Ich ein gehe da Team. voll ab. Ja, ich kann da extremst ausrasten. Ich will Pulisic auswechseln. Der ist mir gerade, ehrlich gesagt, nicht so prickelnd. Bellerin noch nicht. Erst wenn Piszczek ein paar Problemchen kriegt. Und der BVB wechselt aus. Und jetzt geht's hier weiter. Auf geht's, Dortmund. Kämpfen und siegen. Balogun. Der Freistoß an der Was? Sache. Das war gar kein Foul, Alter. Willst du mich verarschen? Gar nichts. Oh nein, da habe ich es aufgemacht. Oh nein. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man Oh, hier das auch in war dieser Hand. Szene. Technisch von Was allen war denn Spielern. das? Große Klasse. Nur wir müssen mal noch ein bisschen mehr in die Offensive. Dembélé. Nun Aubameyang. Weigel. Sag mal, was spiele ich denn da für Pässe? Ey, das geht André auch Ramaio. besser. Rosinski. Aber jetzt seht ihr, warum ich erstmal Halbprofi gewählt habe. Ja? Wenn wir jetzt Profi Busmann. spielen würden, wäre schon längst ein Jetzt ist Gegentor die am Kugel weg. Start. Oder zwei. Und nun Castro. Er passt auf Ey, und holt sich im ich Mittelfeld raste den Ball. aus. Und hier sehen wir das nächste Bundesligaspiel der Heimmannschaft. Jetzt Jawohl. Marco Reus am Ball. Jetzt nimmt das Marco Jawohl, Reus. Marco Reus. Tor! Und Sehr damit führen schön. sie hier. Erstes Bundesligator in der ersten Bundesliga-Saisonspiel. Was ein Deutsch, aber egal. Da hat er nicht mit dem Ah, Vollspann ich wollte durchgezogen, eigentlich runter zu sondern er Aubameyang passt passen. das Ich habe Spiel mich über schon den etwas Imbiss. abgefuckt, dass ich Und so ihr lange seht, es war gewartet habe genau in der die Nische, richtige ehrlich Entscheidung. gesagt. Da war Aber nichts zu machen für den Torhüter. sehr schön. Marco Reus. Wird das Spiel jetzt endlich offensiver? Das erste Tor ist gefallen. Es hat ein bisschen gedauert heute. Da rasten die Fans voll aus. Ja, ich raste mit euch aus. Ich bin voll auf eurer Seite. De Blasis. Auf. Weiter. Erwin Naja, auf es war doch Bauer kein und Foul, Freistoß. Alter. Ja, der Weigel deklementiert das richtig. Busmann. Ich Aus wusste. diesem Einwurf könnte sich Ich vielleicht eine wusste, dass er Chance den Pass entwickeln. spielt. De Blasis. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Mali. Es Da ist ist das sein Tor und sie Ernst. haben den Ausgleich. Waren Sie sich zu sicher schon? Das Spiel ist wieder ausgeglichen. Buschi. Ich weiß nicht, ob Sie den Gegner wirklich unterschätzt haben. Jetzt müsste es damit jedenfalls vorbei sein. Und damit Und schon alles am ein Anfang. Es Gegentor. steht 1 zu 1. Und jetzt Götze mit dem Ball. Götze, Die Götze, Chance Götze! Oh, im das war Strafraum. schön, direkt nach dem Anstoß Das war richtige durchgelaufen. Parade, wäre sonst der Rückstand gewesen. De Blasis. Alter, meinst du, was ist los mit euch? Er Hört passt mal ihn auf den auf. Flügel. Keine gute Flanke, der Verteidiger ist zuerst am Ball. Und nun Götze. Jetzt können Sie gleich den Ball einwerfen. Was war das für ein Pass, Götze? Oh, das ärgert mich schon wieder. Ich Und bin. da wird uns eingeblendet, mit wem Wie es täuschen die Mainz diese als nächstes Einwürfe zu ein? tun Ich kann bekommt. das nicht. Ja, es geht gegen Hoffenheim im nächsten Bundesligaspiel. Keine allzu schwere Aufgabe. Jetzt müssen Sie aufpassen. Da schickt er den Mitspieler. Nee, 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 nee. Müsste Ecke geben und die So gibt's nett. auch. In der Grafik sehen wir jetzt, wie die Ballbesitzwerte verteilt sind. Viel nehmen Sie sich da nicht. Das war auch mein Eindruck vom Spiel. Ein Wix unentschieden, Alter. Und Niemals. nun ein Schuss. Das war wieder eine Gelegenheit. Aber Sie gehen nicht in Führung. Schmelzer. Reus. Klasse Technik. Mali. Ich raste aus. Jetzt wollen Sie Ich mehr krieg die Druck Krise. entwickeln und die gegnerischen Spieler früh stören.
Das kann funktionieren, wenn alle mitmachen. Durch Pressing, Ballverluste erzwingen und dann eiskalt zuschlagen. Jetzt Córdoba! Und jetzt liegen sie hier vorne! Ein Moment für dich! Spiele ich wirklich auf Halbprofi? Kann ich das hier sehen? Nee, leider nicht. Ewigkeit vielleicht für den vermeintlichen Underdog. Jetzt sind sie in Führung. Alter. Gemach, Wolf, ganz ruhig. Das wird noch ein ganz hartes Stück Arbeit. Die müssen konzentriert bleiben. Und damit liegt der BVB jetzt hier zurück. Super Flanke. Aubameyang. Da kommt er mit dem Kopf dran, aber der Ball geht daneben. Dieser Abschluss nicht präzise genug. Ich fuck mich gerade tierisch ab. Zehn Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Dortmund, Marc, auf geht's, da. Kämpfen und siegen. Jetzt Götze. Gonzalo Castro jetzt. Ich sehe Bewegung auf der Bank, es gibt gleich den Wechsel. Ja, Dembele. Ja, Dembele. Alle mit Batra, den Titel. Was ein Aufbau. Guckt euch an. Kurz vor dem Ende der Partie gleichen sie hier aus. Jawohl. Das spricht natürlich für die Einstellung der ja, wir wechseln jetzt aber auch. Ich will auf jeden Fall. Ich hab keinen Ersatz für Götze. Scheiße, Alter. Ich muss echt noch einen Spieler kaufen. Definitiv. Komm. Emre Mor kann da spielen. Darf's da hin. Spieler, sie haben nie aufgegeben. Wollen unbedingt dieses Tor und da ist es. Jetzt bin ich gespannt, was hier nach dem 2:2 passiert. Regulär sind es noch 7 Minuten. Ja, wir holen uns den Sieg. Nach einem spektakulären. Da trennt er ihn vom Ball. Schlecht verteidigt, der geht vorbei. Gehalten! Lauf, 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 Schille. Die Möglichkeit. Da bekommt er Unterstützung. Ja! Oh, war das! Ganz knapp. Oh, Alter, 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 Alter. Der kriegst du ja echt die Krise. De Blasis. Gute Aktion. Jetzt also die Nachspielzeit angezeigt und schon wird's hier nochmal lauter. Die Fans merken, da kann noch komm, was Dembele. Gehen. Natürlich rechnen sich die Fans hier jetzt nochmal was aus. Natürlich noch können sie das Ding hier gewinnen. Und der Ball wird weitergeleitet. Schöne Flanke. Oh, das ist gewesen, Mann, Schüler. Vielleicht bringt der ruhende Ball was. Gibt Ecke für Dortmund. Er ist da und kann den Ball erklären. Was? Das was? Das Spiel ist amtlich. 2:2 am Ende. Mann, Alter, wir haben ein Hätte auch anders ausgehen können. Ja, wir haben. Naja, immerhin keine Niederlage, ne? Direkten Unentschieden im ersten Spieltag. Ja, ich bin nicht zufrieden mit der Leistung. Absolut nicht. Aber. Wir werden uns jetzt noch nach einem anderen Spieler umgucken. Beziehungsweise. Den scheiß Scout brauchen wir nicht. Und zwar würde ich gerne mal gucken, was Julian Draxler kostet. Wert 30 Mille. Anfrage. Mal gucken, was man da so drehen kann. Vielleicht können wir den Sven Bender dafür dahin geben. Ja. Ihre Anfrage. Okay. Eben waren es noch bei 30, jetzt sind es 58. Ey, Leute, Alter.
Wo ist denn der scheiß Bänder? Alter, habe ich ihn schon verkauft? Ne, da. Einfach mal dreist probieren. Weil das ist auch ein sehr, sehr, sehr guter Spieler. Der kleine Draxler. Der Draxler. So. Für Pacquiao. Wenn ihr mir 13 Millionen gibt, könnt ihr den haben. Das ist ein scheiß Mini-Verein, die werden keine 13 Millionen haben, aber egal. So. Das lassen wir jetzt noch durchlaufen hier schnell. Unseren. War klar. Alter, die haben das Angebot akzeptiert. Oh, nice. Also der will 4 Jahre. Dann kriegst du eine Torprämie von 5%. Und wir probieren es mal mit 78 Mille. Und du bist wichtig für die erste Mannschaft. So. Lass das gut gehen, dass wir Julian Draxler noch kriegen als Ersatz für Mario Götze. Das wäre sehr, sehr schön. Er hat das Angebot akzeptiert. Natürlich nehmen wir das Angebot an. Wir haben in der ersten... Saison, im ersten Wochen als neuer Trainer. Mal gleich. Schön. Leute eingekauft, die natürlich auch spielen werden. Ja, so ist es nicht. So ist es nicht. Und das ist extrem nervig. Das ist mega nervig. Kann das mal bitte schneller gehen? Ich spam hier gerade die Taste auf meinem Controller. Die letzte Stunde läuft an. Transferfrist abgelaufen. Wunderbar. So, wie man sieht, wir sind auf Platz 8. Wir haben ein fucking Unentschieden. Das heißt, wir müssen uns in der nächsten Folge anstrengen. Ja. Wir müssen uns in der nächsten Folge gegen RB Leipzig anstrengen. Ansonsten, ja, du darfst spielen, dich stelle ich auf. Ansonsten muss ich echt weinen. Ja? Richtig, richtig weinen. Das war kein guter Start. Und ja, wie das Spiel ausgeht, das werden wir morgen in einer weiteren Folge FIFA 17 Karrieremodus sehen. Und ein Däumchen wäre ein Träumchen. Bis zum nächsten Mal.